Was geht eigentlich gerade in Naruto ab, in Boruto, in Naruto, was auch immer? Wir haben ja ein neues Spiel, was bevorsteht, nämlich Naruto Ultimate Ninja Storm Connections, beziehungsweise Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. Und wir haben jetzt vor kurzem einen Trailer bekommen zu der Original Story, die da drin vorkommen wird. Und es ist eine Story, die in der Boruto, in Boruto-Zeitraum spielt. Und da passiert Krasses. Um es mal gerade, um ein paar Stichpunkte gerade kurz runterzubrechen. Wir haben einen weiteren Kampf zwischen Naruto und Sasuke, der krass ist so. Wir haben einen weiteren Fall von den beiden in der Boruto-Ära. So, wie krank ist das bitte? Dann haben wir den fünften Shinobi-Weltkrieg. Dann haben wir einen Uchiha und Sasuke, was weiß ich was, mit einem Mangekyou-Sharingan, der den fünften Ninja-Weltkrieg anzetteln will, der ein Pain-Verfolger ist, der Pains Ideologien verfolgt, so Pain ist ein Vorbild scheinbar. Und es ist passiert so viel, es ist passiert so viel. Die Story wird mies interessant und ich bin echt gespannt, was wir da alles zu Gesicht bekommen werden, ey. Das wird sehr heftig. Aber kommen wir erstmal dazu. Wir sehen im Trailer am Anfang, wie Naruto und Sasuke sich gegenüberstehen. Boruto sagt im Hintergrund, dass das alles von gar nichts aus, von so einer Kleinigkeit gestartet hat. So. Also es macht keinen Sinn, dass das alles so eigentlich eskalieren konnte. Und dann bekommen wir einen Switch zu Naruto, der zu Sasuke sagt, yo, wie kannst du nur so weit gehen? Oder ich hätte nicht erwartet, dass du so weit gehst. So. Was so verwirrend ist, was geschieht hier eigentlich? Und wir sehen dabei Naruto, der kontrolliert ist höchstwahrscheinlich, der irgendwie manipuliert, kontrolliert oder sonst was ist. Wir sehen, seine Augen ändern sich komplett. Er hat blaue Augen mit so lilanen Umrandungen. Also die schwarze Kontur ist lila, so die Kurama-Augen wurden lila-blau irgendwie. Sehr interessante Kombination. Und wie gesagt, dass er halt gegen Sasuke kämpft, ist sehr interessant. Über den Trailer hinaus, wir sehen immer mehr Kampfszenen zwischen den beiden, sagt dann Sasuke noch, okay, es scheint so, als ob sich unsere Rollen jetzt getauscht haben. Was halt darauf anspielt, dass Sasuke jetzt derjenige ist, der Naruto endlich zur Vernunft bringen muss und zurückbringen muss, statt dass es Naruto ist, der jetzt Sasuke immer wieder wiederholt, so. Deswegen, jetzt ist Sasuke mal in dieser Position, das zu machen. Dann sehen wir ein bisschen von den neuen Antagonisten, den wir bekommen, der Merz heißt, also Merz. Und er mischt halt einen Krieg an seiner Mische im fünften Shinobi-Weltkrieg, ist ein Pain-Verfolger, der redet halt drüber, so, diese Welt möchte einfach nur die ganze Zeit Konflikte haben und deswegen, ich werde die Welt in seinem Krieg führen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Krieg stattfindet. Und diese Welt wird Schmerz kennenlernen. This world shall know pain. Der legendäre Spruch von Pain, den er gesagt hat, bevor er Konoha wegbombardiert hat. Also er geht da wirklich all in, was die Pain-Sache angeht, was krass ist. Dann redet er noch drüber, wie leicht brüchig die Bindung zwischen Naruto und Sasuke wahrscheinlich ist, dass sie jetzt so gegeneinander kämpfen, dass es so leicht zerbrochen werden konnte. Und dass Zero die Kraft zur Verfügung stellen sollen, nach der Pain gesucht hat. Wer ist Zero? Wer sind Zero? Ist das eine Organisation? Sind das die Leute, die mit Mirs zusammen sind? Ist Zero eine bestimmte andere Person? Ich frage mich, wohin das führt. Weil da haben wir auch gar keine Information, was es mit dem Zero auf sich hat. Das wird einfach nebenbei erwähnt, ohne irgendwelchen Kontext oder sonst was, was auch sehr interessant ist. Und das ist dann halt noch sehr auf Pains Power oder die Kraft, die Pain wollte, fixiert ist. Was höchstwahrscheinlich der Jubi und sonst was ist oder alle Bijus halt zusammen zu haben und damit die ultimative Waffe zu haben oder sowas, wird vielleicht in diese Richtung gehen. Und wir sehen hier halt immer so ein neues Mangekyou-Sharingan, so ein neues Mangekyou-Sharingan-Design, was wahrscheinlich von Mirs ist. Wir können es nicht ganz sagen, ob es von ihm ist, es ist nur höchstwahrscheinlich, weil der Dude trägt halt die ganze Zeit Verbände um seinen Kopf, um sein halbes Gesicht so, weshalb wir seine Augen nicht sehen. Wir wissen nur, er hat komplett fette Narben unter seinem Auge. Weshalb es halt schwer zu sagen ist, ob er jetzt natürlichen Sharingan hat oder ob das ein Sharingan ist, was er sich implantiert hat, was er nicht ganz verkraftet oder sonst was. Irgendwas ist da auf jeden Fall mit seinen Augen. Und der Sharingan ist auch generell sehr speziell, weil wir sehen so einen Shot, wo man sein Auge sieht und es ist ein normales Auge mit dem Sharingan drin, aber dazwischen geht so ein schwarzer Strich komplett durch und um den Sharingan herum sind noch so vier gekurfte Striche, die ja um das Sharingan herumgehen. Sehr interessantes Auge, was damit auf sich hat. Vielleicht ist das so eine Anspielung drauf, dass es kein echtes Sharingan vielleicht ist. Vielleicht ein
hergestellte Sharingan oder so? Ich meine, wenn ihr euch noch dran erinnert, ich habe vor ein paar Monaten ein Video drüber gemacht, dass Orochimaru mal Sharingans erschaffen hat, die aber ein Fehlschlag waren, die sehr viel Schaden angerichtet machen und sonst was. Wenn es darauf anspielt, wäre es krass, gehe ich aber spontan nicht von aus, aber ist ein interessanter Gedanke, der mir nicht aus dem Kopf geht. Aber ja, ich habe keine Ahnung, was hier genau vor sich geht. Also Mers ist interessant. Wir haben Mers, diesen Antagonisten, der schafft, die Bindung zwischen Naruto und Sasuke so durcheinander zu bringen, dass Naruto nicht mehr bei sich ist, außer Kontrolle ist, wirklich ein Feind wird, böse wird, gegen Sasuke kämpft, aufgehalten werden muss. Dazu sehen wir noch, wie das Sharingan sich auf dem Mond reflektiert, so wie das Mugen Tsukuyomi geführt. Nur wird das wahrscheinlich was anderes sein. Vielleicht geht es in dieselbe Richtung wie damals bei dem Road to Ninja Film, wo Obito prinzipiell das gleiche gemacht hat, dass er so Mini-Mugen Tsukuyomi gemacht hat, wo dann Leute auch in einer Parallelwelt waren, wo wir Menma und so bekommen haben, so auch einen bösen Naruto so gesehen. Vielleicht geht es in so eine Richtung, aber ich habe keine Ahnung, das ist viel zu viel irgendwie mit zu wenig Details, Kontext oder sonst was, als dass man es richtig zusammenpflücken könnte. Was dann aber auch noch interessant ist, wir haben einen weiteren Charakter bekommen, nämlich Nanashi. Ein Girl, die aus einem, ja, Online-Spiel kommt, was Ninja Heroes heißt und ein sehr interessantes Design hat. Gibt irgendwie so Vibes, wenn Naruto und Sakura doch zusammengekommen wären, dass das die Tochter von denen hätte sein können irgendwie, keine Ahnung. Aber von Design her sehr interessant und sie benimmt sich auch so, als ob das alles ein Spiel irgendwie wäre, so. Also, das ist auch noch interessant zu wissen, ob die in der realen Welt sind, ob die in einer Game-Welt sind. Irgendwie, irgendwas muss da abgehen. Ob sie aus der Game-Welt herauskommt, herbeigerufen wird, so. Vielleicht macht dieses Genjutsu von Mers oder von wen auch immer Fiktion zur Realität. Ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Ich kann mir auch nur gerade Sachen aus dem Arsch ziehen, ey. Aber was hier interessant ist, sie scheint irgendwie etwas nachgehen zu wollen, was einen Wunsch erfüllt oder sowas. Weil Boruto spricht da kurz an, so, yo. So, glaubst du wirklich, wenn du das tust, wird dein Wunsch wahr werden? Auch wenn er das vielleicht sogar auf Mers beziehen kann, das muss nicht auf das Girl bezogen sein. Nur bekommen wir halt danach direkt so einen Satz von dem Girl, aber ja, muss nicht sein. Aber das Girl sagt dann halt auch nur so, yo, nichts kann mich mehr aufhalten. Ich weiß nicht, was draußen abgeht, ich bin einfach nur, ja, diejenige, die dich durchs Spiel führt, so. Also sie scheint wirklich so, als ob die von einem Game in die Realität geholt wurde. Oder halt andersrum, aber sie scheint nicht real zu sein, so. Aber real geworden zu sein oder sowas, ist komplex. Ich hoffe, ich rede nicht zu viel. Es tut mir leid, falls es der Fall ist. Und ja, und am Ende sehen wir dann, wie es zu einem Kampf kommt, wie Boruto mit Naruto und Sasuke vor dem Susanoo von wahrscheinlich Mers stehen. Ein rotes, perfektes, großes Susanoo, wo Flammen rausstrahlen und keine Ahnung, was so, was schon sehr Amaterasu-ähnlich aussieht. Sehr interessant auf jeden Fall. Also es scheint so dazu zu kommen, dass Naruto am Ende doch noch auf die gute Seite geholt wird von Sasuke oder und Boruto. Mal schauen, was da genau abgeht. Oder es ist dieser Wunsch von Nanashi, dass Nanashi da sich alles wieder auf den richtigen Weg wünscht und somit Naruto wieder auf den richtigen Weg kommt. Vielleicht kann es so eine Richtung gehen. Aber ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant, wie es in Richtung Pain geht. In was für einer Bindung steht Mers zu Pain? Was ist Zero? Was ist sein Ziel genau? Wie wird der Kampf zwischen Naruto und Sasuke ausgehen? Der Trailer hat auf jeden Fall einige an offene Fragen dagelassen, für die es sich lohnt, auf jeden Fall zum Spiel zu kommen. Und da bin ich richtig gespannt, ey. Da bin ich richtig gespannt, was wir da zu bekommen werden. Ich werde da wahrscheinlich noch mehr Videos zu machen, sobald man da mehr drüber reden kann. Ich bin auf jeden Fall sehr interessant. Die Story hat mich bekommen. Ich bin sehr interessiert. Schreibt mir mal eure Meinung zu der Story. Kommt da rein. Was denkt ihr vom Trailer und hat es euch auch irgendwie so bekommen? Seid ihr auch irgendwie Hype drauf, was da abgeht? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Was hier auch interessant ist, was ich noch gar nicht gesagt habe, aber was ihr machen sollte, weil ich habe eben schon die Kyuubi-Augen und sowas erwähnt. Naruto und Sasuke scheinen hier vor dem Ishiki-Kampf zu sein. Also das sollte vor dem Ishiki-Kampf spielen, da Naruto Kurama noch hat. Und deswegen kann man vielleicht davon aussehen, dass Sasuke auch das Rinnegan noch hat. Man weigert sich hier, das andere Auge von Sasuke zu zeigen. Deswegen, man weiß faktisch nicht, ob Sasuke hier das Rinnegan hat oder nicht. Aber dadurch, dass halt Naruto Kurama noch hat, kann man sehr stark davon ausgehen, dass Sasuke dann halt auch noch das Rinnegan haben sollte. Aber ja, das soll es mit dem Video gewesen sein. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare rein. Lasst ein Like, dass euch das Video gefallen hat. Und Dislike, falls nicht der Fall war. Werdet gerne Kanalmitglied, um mich und den Kanal zu unterstützen. Würde mir unendlich viel bedeuten. Genau wie es mir unendlich viel bedeutet an alle, die Teil der Shinobi Allianz sind. Bedeutet mir unendlich viel. Zusammen werden wir den 5. Ninja-Weltkrieg hier durchstehen, der auf uns zukommt. Aber ja, das soll es mit dem Video hier gewesen sein. Danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Habt einen schönen Tag und ciao.